Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Company of Heroes 1 Video. Jawohl. Mit diesem Video möchte ich die letzte Serie starten, die auf meinem Kanal in Zukunft neu laufen soll, und das sind die Commentaries. Commentary wird im Wesentlichen das sein, was früher die Podcasts waren. Das heißt, wir haben das Ressourceninterface mit drin, setzen aber ansonsten bei der ganzen Videoaufbereitung mehr auf Unterhaltung als auf Vermittlung von Wissen, zumindest im Vergleich zu den rein analytischen Videos, die ja unter dem Titel auf der Couch fungieren und wo ihr auch schon eins von gesehen habt. Also es wird trotzdem ein bisschen was erzählt von meiner Seite an Alternativen, an Strategien, Taktiken, was man eventuell hätte anders machen können, aber es wird eben nicht so sehr in die Tiefe gehen. So viel dazu, wenden wir uns also dem Spiel zu. Wir schauen heute zu The Real Slim Shady, der hier als Wehrmacht im Osten von Semois startet. Slim Shady im Moment mit der Wehrmacht Level 13, Position 5 der Rangliste, 717 Siege, 16 Niederlagen. Sein Gegner wird der im Westen startende X-Club You Have a Nice Bicycle, besser bekannt als No Lucky Strike sein, der im Moment Level 14 ist mit den US-Amerikanern und die Position 1 der Rangliste innehat, 32 Siege, 0 Niederlagen. Schauen wir es uns an. Ja, von Slim Shady habe ich lange, lange nichts mehr gesehen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass er überhaupt noch spielt. Also zumindest ja, einer von denen, die früher mal auf einem guten, nicht sehr guten, aber immerhin guten Niveau gespielt haben, der ist hier noch aktiv und das ist natürlich auch schön zu sehen. Würde mich freuen, wenn wir da mehr von zu sehen bekommen würden, von Spielen und auch von Uploads, dass man entsprechend Videos produzieren kann, aber das ist im Moment leider, leider etwas schwierig. Okay, er hat ein T1 gebaut da drüben auf der anderen Seite des Flusses und hier wird ein T1 auch hochgezogen, allerdings mit drei Pionieren statt nur zwei. Schauen wir mal, inwieweit sich das bewährt. Auf jeden Fall ganz lustig, dass man allein schon mal eine kleine Abwandlung sieht von dem absoluten Standardspiel. Hier ist die erste Einheit dann ein Volksgrenadier. Chat könnt ihr euch natürlich durchlesen, wenn ihr lustig seid. Ich ignoriere das jetzt mal mehr oder weniger. Mich nervt das eher. Aber wer es interessant findet, der kann natürlich gerne pausieren oder mitlesen, was auch immer. Riflemen, wo bist du? Nirgendwo. Das ist interessant. Das heißt also, er hat, nachdem er das T1 hingestellt hat, noch einen Pionier angefordert. Ja, hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber ich denke mal, in Kürze wird er dann nachgezogen. Hier gibt es noch einen Volksgrenadier. Zwei Volksstaat gegen einen Haufen Pioniere. Und die müssen sich jetzt halt irgendwie so organisieren, dass sie was aus ihrer Masse machen können und dass sie eine relativ hohe, große Map-Kontrolle gewinnen. Lustigerweise, das passt halt wie die Faust aufs Auge, spielt Shady ziemlich defensiv. Baut hier den Draht und baut ihn auch sehr, sehr, sehr großzügig. Wenn man sich jetzt hier das MG ansieht, dann merkt man, hier muss man eigentlich nur zwei Stücke Draht runterziehen, nämlich etwa bis hierhin. Und er legt einfach nochmal zwei oben drauf, braucht also unverhältnismäßig länger, als er eigentlich brauchen müsste. Und ja, verliert dadurch natürlich viel Zeit. Dann hat er den Punkt hier hinten erst noch gekappt, den ganz sicheren. Also freie Bahn, absolut freie Bahn für No Lucky Strike. Der hat jetzt seinen ersten Schützen auf dem Feld und ja, Slim Shady, der weiß wahrscheinlich noch gar nicht, wie viele Pioniere der Gegner überhaupt auf dem Feld hat, ist sich demzufolge nicht so ganz bewusst, in welcher Situation er sich hier eigentlich befindet. Jetzt haben wir hier Rifleman und Pionier zusammen. Die könnten natürlich den Kampf dann hier gewinnen. Ach, Menü, auch sehr schön. Wollen sie aber nicht. Die beschränken sich hier darauf, einen Kampf auf lange Reichweite zu führen, beziehungsweise ihn abzuhalten. Hier gleich wieder gecuttet. Das heißt, die rechte Seite ist auch tabu, da kommen keine Ressourcen rein. Hier oben holt er sich den Punkt jetzt auch.
Und hier fehlt noch die Siegesmarke. Dann hat er eigentlich so ziemlich alles, was er in dem Moment an Punkten haben kann. Also wirklich eine ausgezeichnete Kontrolle über die Karte und natürlich auch eine sehr, sehr hohe Präsenz durch die ganzen Einheiten. Hier eine Mine von Slim Shady. Ja, ganz interessant. Hier hat er sogar noch eine Lagetratin gebaut. Ja, also mit dem Draht ist das so eine Sache. Auf der einen Seite ist es natürlich nachvollziehbar, dass man das machen möchte, um den Punkt zu schützen. Auf der anderen Seite kostet es halt so unglaublich viel Zeit und wenn eben nicht der erste Rifleman hingeht, sondern der Pionier, ist das Ganze sofort sinnlos. Das ist so eine typische Sache, eine Early-Game-Entscheidung, über die man sehr viel reden kann und sich Gedanken machen kann. Man kann die Mine ja zum Beispiel auch hier hinlegen, was ja eigentlich viel sinnvoller ist, da der Gegner da auf jeden Fall langläuft, wenn er denn hier an den Punkt ran will. Hier vorne kann er ja im Grunde nicht durch, beziehungsweise könnte schon, wenn kein Draht ist, aber das macht niemand. So, Scharfschütze. Der geht jetzt zurück. Ich weiß nicht, ob er den Pio gesehen hat oder warum er ihn zurücknimmt. Da bräuchte ich ihn eigentlich hier vorne, weil das wird natürlich nicht funktionieren. Da wird er jetzt erstmal ordentlich unter Feuer genommen und den Retreat, den finde ich auf jeden Fall angemessen. Eventuell hätte er sich sogar noch früher zurückziehen können, weil gegen drei Einheiten hat er in keinem Fall irgendeine Chance. Also er spielt wirklich nach wie vor total defensiv und ja, verteidigt jetzt hier auch seinen Punkt. Ja, und das war die Mine. Der Trupp hat es trotzdem überlebt. Also ich finde das in der Form, wie er es hier macht, nicht sinnvoll. Legt da jetzt eine neue hin. Ja, ich weiß es nicht. Gut, immerhin, das ist mal connected. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt braucht er nur noch die Verbindung zu seinem ursprünglichen Territorium, damit er davon auch was hat. Das macht er erst mit dem Scharfschützen, das natürlich immer sehr, sehr riskant ist. Der ist dann ganz schnell auch mal weg, wenn er kurz beschossen wird in dem Moment. Jetzt kommt das MG noch dazu. Das übernimmt den Cap und der Scharfschütze marschiert hier rüber. Hier ist er eigentlich ein bisschen zu nah dran. Müsste vielleicht ein bisschen ausweichen, solange er noch kann. Aber ja, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund stößt der von No Lucky Strike nicht nach. Demzufolge macht es auch nichts, dass der Pionier da ein schwerer, der Volksgrenadier da in schwerer Deckung gestanden hat. Hier im Pionierkampf ist die Frage, wer den gewinnt. Und in dem Moment, wo ich es gesagt habe, war es eigentlich auch schon klar. Der Flammenwerfer macht dann den Rest. Ja, Scharfschütze eigentlich ganz nett gespielt. Hier vermutet er eine Mine. Boah, so riskant, dass er den noch da lässt. Hätte der Scharfschütze noch schneller geschossen, wäre er weg gewesen. Ja, also es kostet auch einiges an Manpower, diese ganzen Kämpfe, die der Kollege No Lucky Strike gerade ausfechtet. Aber es funktioniert eigentlich ausgezeichnet, wenn man sich anschaut, wie viel Druck der aufbaut. Der hat jetzt rechts wieder gecuttet, der ist jetzt gerade am Treibstoffpunkt dran, wobei der Draht jetzt nicht extrem viel geholfen hat. Es ist eine wirklich total schwierige Situation für Slim Shady. Also der kriegt im Moment hier eigentlich nicht wirklich einen Fuß vor den anderen. Hat er eigentlich eine vierte T1-Einheit? Ach ja, doch, klar. Hätte er das Maschinengewehr gehabt. Und hier so eine einzelne Einheit, die das MG da schon wieder beschäftigt. Ja, das sind halt so Aktionen, lustigerweise, die das Spiel ein Stück weit bestimmen und die ihn davon fernhalten, hier überhaupt mal in die Mitte zu kommen. Also es ist schon nicht unbeeindruckend. So, das T2 ist am Start, er holt sich zuerst einen Grenadier. Mal schauen, wie sieht es denn hier? Genau, da kommt nämlich das T3. Das ist dann auch ganz interessant, weil wenn er sich jetzt zu viel Zeit lässt mit der Pack, wir schauen mal auf die Uhr, also er ist wirklich perfekt in der Zeit eigentlich. Also viel früher wird er den M8 nicht bekommen haben. Ihr habt ja dann die Ressourcen gesehen, könnt ihr selber schauen, ob es vielleicht doch schneller gegangen wäre. Aber so gefühlt geht es viel schneller nicht. Und da ist es natürlich in dem Moment ein bisschen fatal, wenn man dann die Pack nicht am Start hat. Und jetzt erst recht da immer noch keine Pack. Also total riskant. Ich weiß nicht, vielleicht vermutet er aufgrund der Flammenwerfer eine andere Spielweise. Das ist eigentlich der einzige Punkt, wo ich mir jetzt erklären könnte, dass er eben gerade keine Pack holt, weil traditionellerweise ist das eigentlich tatsächlich ein Indikator für einen T3, wenn man so viele Pioniere am Start hat. Gut, der Punkt ist halt, dass die Munition ein bisschen fehlt. Oh, ultra riskant, ultra riskant. Hat er sehr viel Glück hier. Sehr, sehr viel Glück. Muss passt halt hier gerade auf seinen Scharfschützen auf. Deshalb hat er es nicht gesehen. Hätte aber auch anders ausgehen können. Und da kommt. Ah, T17. Ja.
Stimmt, das waren T17. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Das liegt daran, dass der Honk vergessen hat, den T17 rauszunehmen. Aber das passt natürlich super zusammen, weil der T17, der braucht keine Munition. Hat auch weniger Leben, macht weniger Schaden, dadurch, dass man das Upgrade für das MG nicht bringen kann. Das bei dem macht ja auch sehr starkes. Also ist alles in allem eine eher klapprige Kiste im Vergleich zum M8. Aber der Vorteil daran ist halt eben keine Munition. Und das passt zu den Flammenwerfern eigentlich ganz gut. Da geht jetzt das Heal hoch, das braucht er auch. Ja, und hier ist er jetzt sicherlich gerade ein bisschen gestresst, einfach deshalb, weil er keine Pack hat. Und er baut doch irgendwie keine. Gut, er ist jetzt hier noch beschäftigt mit den Kämpfen, das ist natürlich klar. Trotzdem, jetzt baut er einen Mörser. Uck. Also, weiß nicht, finde ich jetzt total riskant. Total. Aber man sieht ja schon, dass der Kollege jetzt hier einfach nicht den Schaden macht. Und ganz ehrlich, wenn er jetzt eine M8 gehabt hätte, dann hätte er schon viel mehr davon gehabt, einfach weil der Schadensoutput viel, viel größer ist. Also, Shady hat einfach gar nichts. Also okay, jetzt hat er die Schreck ausgegeben. Das heißt, er kann zumindest, wenn er das Haus benutzt, defensiv dagegen halten. Das ist schon mal was. Der will er jetzt ernsthaft so weiterspielen, oder wie? Jetzt bringt auch noch Impfert 1. Okay, also er will wirklich überhaupt keine Pack spielen. Krass. Das ist richtig krass. Ja, kann jetzt eigentlich nur darauf hoffen, dass der Schreckgranadier immer richtig platziert ist, um den T17 zurückzuhalten. Also finde ich schon sehr ambitioniert. Auf der anderen Seite macht das Impfert natürlich Sinn. Er hat jetzt zwei Volksgrenadiere, zwei Panzergrenadiere. Das sind alles Einheiten, die von dem Impfwert profitieren. Also, es lohnt sich. Na, jeder schöne Draht, so viel Mühe rein investiert und gerade wieder einfach platt gemacht. Aber man sieht's, auch der T17, der hat einfach zu wenig Schadensoutput. Der fährt da zwar rum und er tötet ein bisschen was, aber es stört ihn nicht so richtig, kann man fast sagen. Und vielleicht ist es deshalb auch gar nicht verkehrt, dass er sich die Pack geschenkt hat, weil er einfach sagt, ja, dann mach doch mit deinem T17, fahr da ein bisschen rum, schieß ein bisschen, stört ja eh keinen. Könnte durchaus sein, dass das dann ein bisschen der Gedanke war. So, hier werden wir jetzt gleich wieder ein Minenräumkommando sehen. Oh, hat ein bisschen wehgetan, kommt auch direkt der Retreat. Hier auf der Seite wird der Cut wieder gecapped, das heißt, gleich gibt es 16 Munition mehr. Womit wir dann bei 32 landen. Der Scharfschütze, 18 Kills, hat er eigentlich wirklich schön eingesetzt, gefällt mir. Aber hier, ich weiß nicht, der Gren, der sitzt halt einfach da. Und der tut sonst nicht mehr viel. Ja, was das jetzt soll, das weiß ich nicht. Hier auf den Mörser, das sieht er auch nicht. Jetzt, zu spät gesehen, ist der Mörser direkt weg. Könnte auch zerstört werden, müssen wir mal schauen. Schreckgren steht leider immer noch ein bisschen ungünstig. Die Artillerie ist auch insofern gesehen ganz nett, dass sie die Armee von Slim Shady aufteilt. Hier kann er jetzt nicht durch, er kann jetzt seinem MG gar nicht nachziehen und dieses Haus deckt den Rest der Truppe. Was dann bedeutet, dass die Einheiten von Slim Shady, die hier auf der linken Seite waren, dass die überhaupt nicht mehr gedeckt waren durch die restlichen und demzufolge auch ganz schön hart zusammengeschossen worden sind. So, jetzt kommt das T3 und er ist blitzgegangen auf die linke Seite. Auch total interessant. Mit null Ressourcen, also er hat jetzt einfach gar nichts mehr im Grunde. Auch ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei No Lucky Strike ein bisschen besser aussieht. Ja, und er gewinnt jetzt eben die totale Kontrolle über die Karte, indem er den Cutpoint hier erobert und er wird sich jetzt auch natürlich die anderen Punkte unter den Nagel reißen. Und da kann Slim Shady im Moment auch nichts gegen tun. Kommt jetzt wieder nach vorne. Der T17 geht nach hier oben, um die Volksgrenadiere zu vertreiben. Er kann auch nicht mal eine Panzerfaust abfeuern, weil er einfach überhaupt keine Munition hat. Das ist so krass. Jetzt zwei Minen, lustig eigentlich, und hier an die Deckung gelegt und in diese ganz klassische Stelle hier. Ja, und der Flammenwerfer treibt erstmal das MG zurück, das zieht sich sofort wieder zurück. Und das sind halt solche total unglücklichen Aktionen, die eigentlich nicht passieren dürfen, wenn man noch mit zwei Grenadieren rumläuft. Dann sollte man eigentlich dazu in der Lage sein, das MG abzusichern, aber das hat er in dem Moment einfach dermaßen schlecht bewegt. Das ist wirklich ein sehr, sehr schlechtes Movement, dass das hinten und vorne nicht funktioniert hat.
Was wird jetzt verstärkt, kommt dann wieder nach vorne. Hat im Moment natürlich auch keinen Treibstoff, um irgendwas aus dem T3 zu bauen. Genauso wenig die Munition, um eventuell Nebelwerfer zu bringen. Wobei mal dahingestellt sei, inwieweit das irgendwas bringt. Das Problem ist natürlich auch, deshalb, ich weiß nicht so ganz, worauf man mit der Spielweise hinaus will. Dieses typische T2-T3-Zusammenspiel basiert eigentlich darauf, dass auch eine Pack auf dem Feld ist, weil die dann eventuellen Panzern so einen gewissen Rückhalt bietet. Das heißt also, wenn der Gegner auf die Idee kommt, da rein zu anzugreifen mit seinen eigenen Panzern, dann ist immer noch die eigene Pack da und die schießt dann mit und ist in der Regel auch sehr effektiv dabei. Wow, noch eine Mine, die habe ich gar nicht gesehen, dass er die gelegt hat. Also, das macht. Oh, der Scharfschütze auch noch. So viele Minen. Und kein einziger Minensucher von Shady, das muss man dazu sagen. Der rennt hier in Mine nach Mine, hat nach wie vor keinen einzigen Minensucher, hat auch nicht die Munition dafür, das kommt ja noch dazu. Selbst wenn er wollen würde, wäre das schwierig. Ja, also diese Synergie zwischen T2 und T3, die sehe ich hier eigentlich ein bisschen zerstört. Ja, nach wie vor unglaublich schwierig für ihn überhaupt einen Fuß vor den anderen zu setzen. Also ich bin wirklich mal gespannt, ob er aus dieser schwierigen Situation noch irgendwie ausbrechen kann. Das wird noch sehr, sehr spannend werden. Ja, das MG ist in dem Moment tot. Und jetzt tatsächlich Feld 1 für den T17. Und ab diesem Punkt hat er ungefähr den Lebenspunktvorrat, den auch eine M8 hat. Also das Feld 1, das braucht man eigentlich, um das Ding effektiv einsetzen zu können. Aber man sieht, das dauert ein bisschen. Er ist jetzt eine ganze Zeit auf dem Feld, hat immer mal geschossen. Aber. Der hat auch diese wunderschönen Sandsäcke mit drauf. Das Modell ist eigentlich echt hübsch, muss man mal sagen. Beautiful. Gefällt mir richtig gut. War ein schönes Skinpack, muss man sagen. Naja, wie dem auch sei, die Minen haben sich bewährt. Also wirklich, man kann als OS auch mal Minen legen. Das geht tatsächlich, vor allem wenn man einen Outpost hat und wenn man die Dinger wirklich spammen kann. Also das ist schon interessant. Das mit dem Scharfschützen war natürlich sehr, sehr unglücklich. Das ist auch etwas, was er sich eigentlich überhaupt nicht leisten kann. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er auf Stuck geht, nachdem er so viel Treibstoff bereits auf der Bank hat. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo er die Artillerie hinsetzt. Hier. Auf dem Bunker oder das T1 anscheinend. Könnte also sein, dass er die Scharfschützenproduktion verbinden will. Jetzt könnte er sich zum ersten Mal Treffer fangen, die auch relevant sind, der T17, aber ja, war nicht. Und der Minensucher natürlich viel zu weit vorne, hat er nicht aufgepasst. Muss sich jetzt zurückziehen und der kämpft nach wie vor um seinen eigenen Cutpoint. Also, es ist einfach immer noch alles andere als günstig im Moment für den Kollegen Shady. So, jetzt wird's interessant. Der Sherman ist auf dem Feld. Der M4 und das Stuck ist jetzt dabei, gebaut zu werden. Das ist dann ein Duell zwischen Sherman und Stuck, was in der Regel so 50-50 ausgeht. Heißt auch, dass Shady gewinnen wird, wenn er es irgendwie schafft, seine Schrecks mit reinzubringen in den Kampf. Also den Vorteil, den hat er jetzt schon. Und das Stück, das kann jetzt gleich mal versuchen, den T17 zurückzutreiben, nach Möglichkeit, bevor er das T1. Es ist auch sehr ungewöhnlich, dass das T1 das überlebt hat. Der Grund dafür ist der Bunker. Ich weiß nicht, wo er es genau hingesetzt hat, aber der Bunker ist halt mit getroffen worden. Und daran sieht man auch, es ist sehr sinnvoll, einen Bunker in die Nähe oder möglichst dicht dran an ein anderes Gebäude zu bauen, weil das dann einfach teilweise auch die Treffer kassiert und die Überlebensfähigkeit des Bunkers damit deutlich erhöht wird. So, und jetzt geht's los. Stuck 4 gegen M4. Und man sieht das schon, da wird ganz gut Schaden ausgeteilt von dem Sturmgeschütz. Das heißt, jetzt ist tatsächlich No Lucky Strike dran und muss sich irgendwas überlegen, wie er seinen Schirm unterstützen kann. Und jetzt kommt auch noch die Pack. Spät, also wirklich ja, ein bisschen merkwürdiges Makro irgendwie. Was ist eigentlich aus dem MG geworden? Hat er das geklaut? Hoppala, wollte ich nicht. Ich sehe es jetzt gerade nirgendwo mehr. Das ist es, da rennt's. Wenn ich das richtig sehe.
Stuck müsst ein bisschen vor. Schießt ihr auf den. Artillerie kommt da runter, muss aufpassen. Oh, Shady! Da fragt man sich manchmal, wo er seine Aufmerksamkeit hat. So, jetzt zeig mal an. Jawohl, da, das ist das Maschinengewehr. Das ist natürlich auch sehr, sehr ärgerlich, wenn er das abgeben muss. Aber er hat zumindest noch seinen Scharfschuss. Insofern gesehen ist es nicht ganz so dramatisch. Kann er das Ding dann immer ein bisschen abknallen und zurücktreiben. So. Aber durch das T3, durch das Stuck, kommt er jetzt ein bisschen in das Spiel zurück. Aber halt auch nur ein bisschen. Der Cutpoint ist schon wieder in Gefahr hier hinten. Und die Gefahr ist halt einfach, dass ein Lucky Strike noch einen Pack nachzieht. Und dann wird das auch für das T3 wieder richtig schwierig. Ich verstehe auch die Blitzsoktänen nicht. Keine Ahnung. Es ist ja nicht so, dass er jetzt extrem viel Munition hätte. Im Gegenteil, er hat eigentlich ziemlich wenig Munition gehabt. Und damit bringt ihm auch der Ressourcenschub eigentlich nicht so viel. Gut, er kann es jetzt halt sparen, dann kann er vielleicht mal einen raushauen, aber... Ja, Pack kommt jetzt aufs Feld und damit kann man im Grunde ein ähnliches Spiel auf Seiten der Amerikaner aufziehen, wie das die Deutschen mit dem T2, T3 machen. Das ist dann halt die Kombination T3, T4, wo ein relativ starker Panzer an der Front steht und hinterher hinten dran eine Pack, die eventuelle gegnerische Panzer bekämpft. Es ist eigentlich ganz interessant, dass die Leute, die jetzt wirklich gut Ami spielen, das noch nicht so praktizieren. Auch als Reaktion auf dieses T2 T3 scheint natürlich auch wieder ein Nachteil, hängt eine Menge dran, klar. Aber von der Sache her funktioniert das eigentlich ganz gut. Jetzt sind wir mal gespannt. Ah, er rennt jetzt jeden Moment auf die Pack drauf, da hat er sie aufgedeckt. Ich weiß nicht, er kriegt die einfach nicht. Oh, was war denn das? War das eine Pack? Ja, da hat die Ami-Pack mal zugeschlagen. Auch ganz interessant. Ja, und jetzt muss er schon aufpassen mit seinem Stuck. Aber, so langsam aber sicher kommt doch eine Einheitenkombination auf das Feld, die dazu geneigt ist, ihm hier eine gewisse sichere Stellung zu verschaffen. Also, die Grundidee finde ich nicht schlecht, die er hier verfolgt, aber ich denke einfach, er hätte das einfacher haben können. Irgendwann wird jetzt wahrscheinlich auch mal eine Haubitze auf das Feld kommen und dann wird es natürlich noch schwieriger, gerade bei einer relativ geringen Präsenz auf der Karte. Und 10 kommt jetzt hier an den Start. Genau, das war nämlich der Hintergedanke, er wollte ihn hier hinten parken und dann von hinten wärts reinfahren, um das Stück abzugreifen. Jetzt fehlt natürlich auch ein bisschen das MG, um solche Großangriffe hier aufzuhalten. Und der Junge hier, ich weiß auch nicht, was der da in dem Haus macht. Wahrscheinlich um zu verhindern, dass er da flankiert wird. Jetzt kann die Pack zum ersten Mal mitwischen, da sieht man diese Synergie ganz gut. Das Stuck, ja, es ist halt da, aber ohne Wett. Aber lustigerweise jetzt noch eine Pack. Hier wiederum Artillerie, da sieht man wieder den Nach... steht er auch ganz schlecht, direkt am Bach da. War sogar, glaube ich, noch ein Treffer. Hat er sogar noch Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist. So, und jetzt kommt auch der M10 rein, nachdem er die Pack zumindest zurückgedrängt hat. Aber das reicht natürlich nicht. Denn zum einen kommt hier gerade Pack Nummer 2 und Pack Nummer 1 ist gerade dabei, sich zu drehen. Das heißt, der kratzt jetzt ab, jawohl. Das war ein bisschen zu optimistisch. Der M10 müsste jetzt eigentlich abbrechen. Das wäre unbedingt erforderlich. Ihr dürft auch gesehen haben, dass der hier kommt, weil er sehr dicht an der Siegesmarke vorbeigefahren ist. Nichtsdestotrotz, durch diesen Angriff, wenn auch verlustreich, ist die Mitte erstmal wieder unter der Kontrolle von Lucky Strike. Ziel erreicht, na, so ein bisschen. So, Arbeitskraftschub, 175 Munition. Ja, aber ich weiß nicht so genau, was er davon jetzt hat, warum das zwangsweise notwendig war. Eine Alternative wäre natürlich weitere Schirms auch mit Abgang gewesen. Sind es auch 2 Stucks. Ja, Shady schiebt sich jetzt langsam vor. Ja, man sieht das schon, dass die Kombination, die er da hat, jetzt kommt die Haubitze, das wird interessant. Die hat es abgesehen auf den Nebelwerfer, der sich auch nicht bewegt hat. Erstmal auf die Bude hier, also hinter solchen Häusern steht sie natürlich immer ganz gut.
Wird 1 für Panzer, das ist auf jeden Fall auch schon mal wunderbar. Die Pack, die steht da, finde ich, ja, die steht wirklich nett. Wo ist denn die zweite? Wo treibt die sich denn rum? Ja, jetzt sieht man diese Synergie gerade hier. Da bringen sich die Panzer in Position. Der Empfehler, gut, der wird noch repariert. Hier, die Stücke müssen aufpassen. Die brauchen immer einen guten Weg, um zurückfahren zu können. Und kritisch wird das Ganze natürlich auch, wenn dann hier die nächste Artilleriesalve runterkommt. Weil durch dieses Zurückgehen, dieses zurückgedrängt werden, bietet man natürlich nochmal ein einfacheres Ziel. Auch jetzt hier, wenn man so ein Haus besetzt, dann schafft man dadurch natürlich eine Zone, wo der Gegner gar nicht rein kann. Man muss sich zurückbewegen und ja, ist dadurch dann wieder ein leichteres, noch leichteres Ziel für die Artillerie, als man eventuell ohnehin schon ist. Ich würde es lieber sehen, wenn er hier irgendwie eine Mine hinlegen würde, anstelle, dass er da die Pack verschwendet. Also das wäre mir persönlich, wäre das wichtiger. So, das Teil richtet sich jetzt aus. Ich denke mal, dieses Mal wird er in die Mitte schießen. Eventuell auf die VP. Jetzt zum ersten Mal Shady in den Besitz von einem Haus, das noch was bringt. Wow, wow. Muss er eventuell auch die Pack bewegen. Verkehrt wäre es nicht, bevor das Teil abkratzt. Ja, aber hier sieht man auch die Möglichkeit für ihn, das Haus zu besetzen mit einem gewissen großen Erfolg. Ja, da hat er die Pack nicht bewegt. Und demzufolge ist sie jetzt auch gestorben. Man weiß nicht so ganz, warum er das getan hat oder nicht getan hat. Wer 2 kommt jetzt aber für die Stuck, sehr, sehr gut. Also dieses ganz, 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 ganz im Moment klassische T2, T3 Zusammenspiel, das wächst jetzt langsam. Aber es wächst wirklich auf eine komische Art und Weise. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, das hätte er besser und einfacher haben können, wenn er seinen Tick anders gestaltet hätte. Jetzt könnte er zumindest schon mal den Schub reinmachen. Die Frage ist halt, was bringt ihm das? Also er könnte sich vielleicht noch ein Nebelwehr verkaufen, aber ansonsten, ja, so extrem viele Einheiten, die davon profitieren, hat er in meinen Augen im Moment gar nicht. Okay, jetzt hat er hier einen Bunker hingestellt, das ist auch sehr interessant. Er ist auch durch eine Pack abgesichert, die sollte aber vielleicht ein Stück weiter hier rüber und hier muss er dann natürlich Panzersperren hinbauen, damit das sinnvoll ist und bleibt. Jetzt läuft der Scharfschütze aus irgendeinem Grund gerade weg, wo er angegriffen wird hier. Der sollte wieder zurück, jawohl. Panzersperren kommen jetzt, das ist gut. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt hat, er eventuell auch Granaten am Start. So, 2 M10s mittlerweile, jetzt passiert was. Die gehen alle rein, die Jungs. Die Stuck stehen ganz gut, die Pack steht fatal schlecht. Also ich hätte sie allgemein lieber in der Mitte gesehen, aber ja, eigentlich musste wirklich in die Mitte rein. Und hier, wie sieht's aus? Die M10s, die gehen schon wieder zurück. Der Schirm, der bleibt noch da. An den Punkt, die hat er erfolgreich verteidigt. So, und jetzt der Schub rein. Ist natürlich schon nicht schlecht, diese 900, die er dazu bekommt. Der Nachteil ist, das eigene Einkommen fällt auf 99, was schon die Definition von extrem wenig ist. Also in meinen Augen müsste er sich dann jetzt hier einen Outpost hinstellen. Oh, ich glaube, da bewegt er die Pack sogar direkt rein in das Artilleriefeuer, wenn er Pech hat. Oder ein Bunker vielleicht, also Outpost. Ich denke, was? Was macht der denn hier? Anstelle, dass er hier noch einen hingebaut hätte und dann vielleicht noch einen da und dann wäre es das auch gewesen. Was ist denn das? Total merkwürdig. Naja, gut. Jetzt kommt in jedem Fall der nächste Angriff. Die Pack ist ein Stück zurück, die muss wieder vor. Und die M10s, die müssen da aufpassen. Hier auch sehr schöne Positionierung von der amerikanischen Pack. Wunderbar, dass er in die Flanke reinschießen kann. So macht man das tatsächlich. Ja, das Stück, das muss definitiv noch weiter zurück und muss eigentlich auch repariert werden. Da wäre es wichtig, dass die Pioniere mit dabei kommen. Auch hier hat er noch eine Einheit, die nichts tut und in der Basis wären sicherlich auch noch ein paar Kollegen, die mit nach vorne kommen könnten. Ja, ich weiß nicht, also so ein bisschen unsicher wirkt das alles, was Shady da tut. Das Stück muss noch weiter weg, das steht da wirklich sehr, sehr ungünstig. Ich hätte es wahrscheinlich eher in die Basis gefahren. Ja genau, und jetzt kommt die Artillerie wieder hin. Oh, und er sieht's wieder nicht. Was ist denn da los bei Shady? Dabei
ist das so offen präsentiert, Herr Lasson. Jetzt durch diese Artillerie sind auch wieder die Stups abgeschnitten und einige hinten den abgedrängt. Also wenn er jetzt noch einen M10 bereit hätte, dann wäre das der Punkt, um reinzufahren. Jetzt läuft er sogar noch rein in die Artillerie, oder was? Na, ich weiß nicht, also... Ja... Verkauft sich jetzt schon nicht total schlecht, aber... denke, da wäre einfach noch ein enormes Potenzial an Sachen, die er besser machen könnte. So einfach. Und das Lustige ist, er hat ja sogar die Ressourcen, also er könnte sogar eine Pack nachkaufen, was er sich auch sehr überlegen sollte, weil dieses Spiel, was er hier aufzieht, das basiert schon ein bisschen darauf, dass man auch Packs am Start hat. Gut, der hat jetzt 3 Stutz. Was er auch machen könnte, wären im Bunker, wären wirklich Outposts hier auf Munition hier hinten oder auf Treibstoff, würde ihm alles sehr, sehr helfen. Er hat diese Ressourcen, er hat beinahe 900 Manpower, aber er gibt sie einfach nicht aus. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. War jetzt auch noch am Start. Hier oben ist er zumindest mal die Siegesmark. Die brauche er auch, wenn man sich anschaut, dass er noch 165 zu 430 hat. Also Siegesmarken müssen sein. Gibt es auch in der Mitte die Siegesmarke. Was auf jeden Fall sehr, sehr vernünftig ist. Jetzt kommen noch Storms. Mit 2 STGs, lustigerweise. Warum auch immer. Da geht es wieder auf den Nebelwerfer, den er leider nicht bewegt hat. Sie ist kommen, dass die Pioniere da noch eine reinbekommen. Ja, direkt erstmal reinmarschiert mit den Stoßis. Ja, und die Pioniere auch. Also, warum läuft man mit Pionieren an dem Punkt, wo gerade gegnerische Artillerie entschießt? Und die Stoßis jetzt auch noch hinter rein. Ich verstehe auch nicht, warum er jetzt STG ausgibt. Ich meine, also, man könnte einen Schreck nachvollziehen, wenn er hier irgendwie auf die Basis gehen möchte, um die Haubitze wegzubekommen, was relativ schwierig ist und was natürlich auch immer mit einem Risiko verbunden ist, weil eigentlich bräuchte er dann 2 davon. Und wenn er 2 davon baut, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er einen verliert, gerade wenn er sich hier zurückzieht, was ja dann über die ganze negative Deckung sein wird. Ja, aber warum STG ist, man weiß es nicht so ganz. Ja, hier mehr Munition. Wir haben jetzt mittlerweile sage und schreibe 3 Munitions-Outposts und hier noch das MG, um das abzusichern. Ja. Also munitionsseitig gibt es schon einen klaren Sieger in diesem Spiel. Und ich denke, früher oder später wird sich das auch im Spiel niederschlagen. Was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, ist einfach, dass man nicht mal wenigstens einen Rap-Bunker irgendwo sicher hinstellt. Der muss ja nicht mal an der Front sein. Oh! Ja. Ich weiß nicht, ob er gerade geschossen hat. Ich habe jetzt... kann natürlich sein. Gut, das war natürlich dann ein bisschen unglücklich. Die Stucks kassieren auch ordentlich. Die eventuell auch wieder ins Haus reingehen. Den Schirm hat er fast, aber die 2 Mann müssen natürlich raus, das ist klar. Die wird einfach fleißig zugetratet. Also im beiderseitigen Interesse sozusagen wird der Kampf jetzt in die Mitte verlagert. Was natürlich auch ganz interessant wäre, wäre Wert 3 noch. Das bringt ihm ein bisschen was gegen die M10s. Das bringt ihm ein bisschen was gegen die Panzerabwehrkanonen. Also wäre eventuell zu überlegen, ob man das investieren möchte. Oh, er sieht schon wieder nicht. Was ist da los bei dem Herr Shady? Sehr, sehr unaufmerksames Spiel im Endeffekt. Ja, ich weiß nicht, jetzt bleibt er hier wieder stehen, jetzt kommen natürlich die M10s rein, die Panzerabwehrkanone, die er jetzt eigentlich bräuchte, ist nicht da, die Grenzen sind nicht da, die chillen gerade ein bisschen in der Basis. Ja, und jetzt verliert er demzufolge wahrscheinlich 2 M10s und dann wird es einfach extrem schwierig, hier noch irgendwas zu machen. Ja, nicht 2 M10s, Entschuldigung, sondern 2 Stucks. Das andere kommt sogar noch raus, sollte hier unbedingt abhauen, auf gar keinen Fall versuchen, den Abschuss noch zu machen. Es wäre fatal, wenn er das Teil auch noch verlieren würde. Oh Gott, jetzt hampelt er hier hinten rum, also wirklich. Oh, jetzt könnte eventuell ein Crush sogar noch kommen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen! Oh, ultra knapp. Jetzt natürlich die Artillerie hinterher, noch ein Treffer aufs Hauptgeschütz. Das ist halt auch das Gefährliche an CMOA, wenn man es nicht schafft, den Kampf in die Mitte zu tragen.
dann kämpft man um seinen eigenen Cutpoint, dann hat man nur diesen kleinen Zugangsweg hier und der ist natürlich durch Artillerie perfekt zu bestreichen. Ja, und ich sag's nochmal, Schreck, ja, wäre jetzt auch da besser. Die Siegesmarken holt er aus irgendeinem Grund gar nicht, jetzt anscheinend wieder. Pioniere zum Apparieren hat er ja genug. Räumt jetzt auf diese Art und Weise auch den Bunker da weg. Tja, Arbeitskraft hat er wieder jede Menge, aber für was soll er die ausgeben? Er hat einfach keinen. Er hat weder das Popcap noch hat er irgendwelche sinnvollen Einheiten, die er sich für Arbeitskraft hinstellen könnte. Also ich bin mir nach wie vor sehr, sehr unsicher, was diesen Tech angeht. So lustig ich ihn auch finde, dass wir den sehen. Auch ein bisschen komisch, dass er das Schiff nicht noch probiert hat zu reparieren, aber. Die Pio ist wohl irgendwie alle anders beschäftigt. Aber den Kampf gewinnt er jetzt hier zwar, aber was hat er davon? Ich meine, das Ding ist immer noch nicht kaputt. Er ist jetzt seit 5 Minuten gefühlt dabei, auf diesen Punkt zu schießen und hat damit einfach gar nichts erreicht. Hier wäre jetzt halt aufteilen gefragt. Da ist er viel zu sehr geknubbelt an einer Stelle. Und da ist auch schon die Reaktion da drauf. Kommt sofort wieder die Artillerie runter. Oh Moment, das läuft die M10-Produktion. Könnte sich eventuell eine Bar abgreifen, wenn das schafft. Aber ich denke mal, wenn er schlau ist, parkt er einfach seinen M4 da drauf. Und jetzt kommt noch eine Artillerie-Salve runter und dann ist es auch empfehlbar. Also das hier eine gute Möglichkeit, um zu verhindern, dass der Gegner sich solche Waffen nimmt. Und ich stuck's jetzt hier, Gott weiß warum. Das ist natürlich extrem exponiert, diese Position. Er hat nach wie vor keine Panzerabwehrkanone, um das Ganze abzusichern. Wenn der M10 und der M4 jetzt hier vielleicht sogar begleitet von der Pack in den Rücken stoßen, dann sind diese Stucks einfach tot und haben dann maximal erreicht, dass ein MG-Nest gestorben ist, was einfach gar nichts bringt. Das hat er vielleicht auch mit Schreckgrenz oder so organisieren können, also. Ja, und hier auch ein Stück, was irgendwie den Punkt bewacht. Immerhin hat er mal einen Outpost hingestellt, das ist ja schon mal was. So, und ja, jetzt kann er diese beiden Stücks effektiv abschreiben. Sein Rückzugsweg ist in keinster Weise gedeckt. Da steht ein Haufen Zeug von Lucky Strike, da kommt jetzt der M10 noch rein. Und wenn der Lucky Strike seine Karten richtig ausspielt, dann sind die tot. Das heißt also auch, selbst wenn der Gegner so viel Artillerie hat, ist es nicht die schlechteste Idee, trotzdem nochmal irgendwie eine Pack hinzustellen. Ja, und jetzt hier wieder dieser Anmarschweg. Da hat er noch sehr viel Glück, dass hier weniger passiert, als passieren könnte. Ja, das sollte auf jeden Fall rausbekommen. Genau, tot. Hier auch wieder sehr, sehr beschädigt. Er wird jetzt einen M10 verlieren und hat dafür 3 Stucks ausgeschaltet in Verbindung mit der Artillerie. Also katastrophal. Es ist halt einfach auch das Stellungsspiel. Das muss man einfach sagen. Es hat er einfach schlecht gemacht. Also ich fand den Anfang wirklich irgendwie ein bisschen konfus. Ich weiß, bin mir nicht so ganz sicher, was er da machen wollte. No, Lucky Strike hat eigentlich das Spiel die ganze Zeit lang dominiert und zu dem Zeitpunkt, wo er tatsächlich eine Chance gehabt hätte, da hat er sich dann durch ein paar Micromanagement-Fehler, Fehlentscheidungen irgendwie selbst verbockt. Nicht schlecht hier. Die wimmelnde Masse. Ja. Shady ist ja auch gerne jemand, der auf Luck verweist. Die Pack ist wieder in Stellung, die ganze Infanterie kommt nach vorne, dagegen kann er sich natürlich auch nicht mehr verteidigen, also ich sehe eigentlich nicht, dass er dieses Spiel hier noch irgendwie gewinnen kann. Hat auch nur noch 109 Tickets, ich denke, es werden im Endeffekt die Tickets sein. Jetzt kommen hier sogar 2 Grenzen und das ist ja nicht so, dass er die Hilfe gebrauchen könnte. Ja, hier wird er sich jetzt ein Sticky fangen, wenn nicht sogar 2 oder mehr und damit ist das Teil auch erstmal... Okay, er wirft gar keine. Eventuell will er sich die Ressourcen sparen. Das Teil kann eh nichts machen, insofern gesehen ist es sogar vollkommen in Ordnung. Ist halt das Lustige daran. Ja.
Wird jetzt im Grunde, ohne dass er sich wirklich hätte wehren können, hier der Funk gekappt. Der könnte jetzt hier sogar den Punkt holen, dass eigentlich fast schon unmöglich ist, dass man den als Wehrmacht abgibt. Und wenn das passiert, dann muss es einfach extrem schlecht stehen. Und genau das ist ja im Endeffekt auch der Fall. Da sind wieder die getarnten Stoßtruppen, wo niemand weiß, was die eigentlich genau für einen Sinn erfüllen. Und jetzt kommt das Stück wieder. Und lass mich raten. Ja. Er braucht nicht mal auf die Einheiten schießen. Es reicht sogar, wenn er die ganze Zeit nur auf diese Landbrücke hier hält und er kommt niemals wieder nach vorne. Das ist einfach nicht möglich. Ja, Shelly, du musst einfach mal zurückfahren. Er lässt halt seine Einheiten die ganze Zeit im Dunstkreis der Adler hier stehen. Das ist halt nichts. Ja, und das kriegt er auch nicht mehr. Ja, lustig, im Calling Point und eine Mine gelegt. Sehr, sehr cool. Das sieht man auch selten. Ja, das wird auch nicht funktionieren hier. Gegen einen Wett-1 Rifleman. Das kriegst du nicht. Ja, jetzt zwei Scharfschützen. Gut, er hat's ja. Die Frage ist halt, was bringt ihm das gegen die ganzen Panzer auch? Das Stück übrigens nach wie vor in der Reichweite der Panzer abwerfen und fährt aus irgendwelchen Gründen einfach nicht zurück. Er bleibt stehen, dreht sich jetzt sogar noch rein. Ja, und damit ist das Teil auch wieder tot. Also das Micromanagement, man muss es einfach sagen, das ist einfach nicht ausreichend. Schlicht und ergreifend. Dabei hat er hier noch Glück. Was für Abpraller. Das sind halt die Sachen, die man nicht sieht, ne? Also es beschwert sich jeder gerne mal darüber, dass der Gegner in Situation XY Glück hatte. Aber wenn man selber Glück hat, dann sieht man das in der Regel nicht. Vielleicht kommt die Artillerie wieder. Wie viel Wett hat die? 3? Ah, das klingt plausibel. Hier wird er jetzt gleich angezündet, wenn er nicht aufpasst. Und da ist es auch schon vorbei. Weggecrittet. Ja. Wenn er weniger schreiben würde, mehr auf seine Einheiten aufpassen würde, dann wäre das auch in Ordnung. Tja, das haben wir jetzt nicht gesehen. Hier haben jetzt die STKs ein Massaker unter den Rifles angerichtet. Das ist auch lustig, dass er das sagt, dass Lucky Strike nicht mal auf seine Einheiten aufpasst, wenn man sich anschaut, was er teilweise mit seinen Stucks für Capricorn geschlagen hat. Also ich habe ja auch eine lange Zeit und zwar gegen zwei Stucks gespielt. Und das geht einfach so, das kann man nicht machen. Ja, 65 Tickets noch. Die werden jetzt wahrscheinlich einfach runterticken. Also ab einem gewissen Punkt, da kriegt man es einfach nicht mehr hin, sich zu erholen. Und vor allem, wenn einem die nötige Einheitenkomposition fehlt, wenn wirklich wichtige Einheiten ausgeschaltet werden. Und das ist hier irgendwie des Öfteren passiert. Das wird jetzt auch gleich wieder spannend. Oh, ouch. Und noch ein Band von der Pack weggeschossen. Das ist wirklich ein bisschen Pech. Artillerie hin, hier hinten. Das war allerdings nur offen, würde ich mal behaupten. Ja. Aber es nützt halt alles nichts. Die Blitzdoktrin nützt ihm auch. Ich fand auch nicht, dass der Ressourcenschub ihm irgendwas gebracht hat, dass die ganze Doktrin ihm irgendwas gebracht hat. Nee, halt auch wieder eine typische Ecke, Da geht einfach die Artillerie hin. Wo soll die sonst hin? Warum stellt er die Pack nicht mehr hier hin zum Beispiel? Oder. Von mir aus hier hin, neben die Hütte, da hat sie sogar noch ein bisschen Schutz oder dahin. Er hat sie vorhin eine Zeit lang wirklich sehr schön hier stehen gehabt und dann stellt er sie die ganze Zeit lang seine Einheit direkt dahin, wo die Artillerie hinschießen muss, weil sonst gar kein anderes Ziel mehr da ist. Auch noch neben seinem Stück, das einzige Ziel, was die Gegner sieht und wo demzufolge die Artillerie hingeht und dann wundert er sich, dass das Stück. Und beschwert sich über Lack. Ja, also. Wir kennen das alle, verlieren macht den wenigsten Leuten Spaß, die ein bisschen ernsthaft irgendwelche Arten von Sport oder Spiel betreiben. Das ist nachvollziehbar und es ist auch in meinen Augen besser, sich über Luck zu beschweren, als den Gegner zu beleidigen. Aber ja, die Rechtmäßigkeit dieser Beschwerden sei mal dahingestellt. Tiger Soon, gutes Stichwort, dauert noch 2 CP, ob der noch kommen wird, das weiß man nicht, eventuell noch so in den letzten paar Sekunden des Spiels,
Aber das war's dann auch. Das heißt, ja, die Doktrin, die war eigentlich ziemlich, ich weiß nicht, die war ziemlich für die Füße. Das ist natürlich riskant. In dem Fall erfolgreich. Hier die Packe könnte natürlich jetzt verlieren, muss aber unbedingt capen. Es geht kein Weg mehr dran vorbei. Er muss jetzt capen. Er hat nur noch 29 Tickets. Bleibt nichts anderes übrig. Das ist halt diese Stärke der Artillerie. Einfach auch durch den Feuerbereich hier. Er wird dadurch allein so weit zurückgedrängt, dass er immer wieder ausweichen muss und im Grunde nur vor der Artillerie wegrennt. Ja, und jetzt hat er die Zeit nicht gut. Die Frage ist, hätte das wirklich funktioniert mit dem Cappen, aber gegen drei Flammenwerfer plus dem Schirm da hinten, da funktioniert es definitiv nicht. Da hat er das Zeitfenster, wo er wirklich was hätte reißen können, einfach verpasst und jetzt ist es auch zu spät. Hat er hier wieder Beute gemacht? Das ist natürlich ganz cool. Gut. Da gebe ich ihm recht, das ist ganz nett, aber es ist halt auch nur ganz nett und mehr gewinnt er dadurch nicht. Hier ist jetzt auch noch die Panzerabwehrkanone. Das ist leer gebrannt. Hier liegt die Schreck von dem toten Panzergrenadier. Und damit ist das Ganze eigentlich passé. Die 12 Tickets, die werden jetzt noch runter ticken und das war's. Die beiden Stucks wird er dann auch noch verlieren. Gut, dieser Geister im 10, das ist natürlich ein bisschen sehr, sehr unglücklich, aber ja. Es ist nicht der Grund, warum er das Spiel verliert. Alles in allem ein Spiel, was in meinen Augen deshalb verloren gegangen ist, weil er irgendwas probiert hat, was sich mir jetzt gerade nicht ganz erschließt. Weil er deshalb von einem im Moment ja, allgemein anerkannten, ziemlich starken Metagame abgewichen ist. Und sich demzufolge dabei auch das Genick gebrochen hat. Wir haben auch eine Menge Verluste von Lucky Strike gesehen, keine Frage. Und gerade die Storms hier, die haben eigentlich ein paar echt coole Sachen gemacht, aber sie haben halt das Spiel nicht gewonnen. Und das ist das Entscheidende. Nur mit netten Aktionen gewinnt man halt nicht. Man muss auch irgendwie substanzielle Erfolge erzielen und das hat hier einfach gefehlt. Wobei, ich gebe Slim Shady insofern gesehen recht, dass die Artillerie wirklich verheerend war, also die hat hier sehr, sehr viel gemacht. Überhaupt keine Frage. Ah, das war's auch mal wieder mit dem Stuck. Ich weiß gar nicht, wie viele Stucks er hatte. Irgendjemand, der mitgezählt hat, kann es ja mal posten. Also es waren wirklich viele. Und selbst wenn er das hier gewinnt, dann hätte der vorgesetzte Offizier von der Wehrmacht sicherlich noch ein kleines Wörtchen mitzureden, denn das sind dann doch etwas schwere Verluste hier, die so nicht ganz tolerierbar sind. Blitznails. Das sind die Grenadiere nicht die besten. Am besten mit Blitznails sind Volksgrenadiere, die werfen die meisten. Ja, 16 Kills. Ich meine, das ist jetzt schon. Das ist wirklich nicht schlecht, aber ja, das hilft halt nichts. Jetzt verliert er rechts auch den Punkt und das kriegt er nicht mal so recht mit. Die Mitte wird er jetzt auch jeden Moment verlieren, das kann er nicht halten gegen die Einheiten, die ja gerade rankommen. Und, ich weiß auch nicht, was er hier macht. Jetzt rennt er noch in den Schirm rein, ja toll. Also ich würde nicht sagen, dass das Luck war, was das Spiel hier entschieden hat. Ganz ehrlich, das sind ein paar Stellungsfehler gewesen, das sind ein paar in meinen Augen etwas fragwürdige Makroentscheidungen gewesen und dann sind da eben noch, naja, also ein bisschen Glück war drin. Klar, ein bisschen Glück ist immer drin, aber er hat auch Glück gehabt, er hat es nur nicht registriert, wie es halt immer so ist und ja, demzufolge, in meinen Augen gibt es eigentlich hier tatsächlich einen verdienten Sieger, der in weiten Teilen das Spiel auch dominiert hat, muss man einfach mal so sagen. In diesem Sinne, das war es bis hierhin, wie das immer so ist, ihr wisst es, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch über eine entsprechende Bewertung freuen oder auch über einen Kommentar. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Video wieder, bis dahin, ciao. Ciao.